Liebe Gäste, einen herzlichen guten Abend. Dass es so voll werden würde heute Abend, hatten wir nicht angenommen. Neben Ihnen, die Sie alle hier präsent sind, werden wir auch digital aufgenommen, also ein sogenanntes Hybrid-Meeting, Hybrid-Abend. Aber wir freuen uns sehr, dass Sie alle den Weg hier zu uns gefunden haben. Als wir, lieber Dr. Knittel, reichlich in der Vor-Corona-Zeit miteinander sprachen, was wir denn eventuell mit unserer Unterstützung der Kulturstiftung der Kreissparkasse machen könnten, kam Dr. Knittel und sagte, ich habe da eine Idee. Wir machen ein breiter aufgestelltes Programm zu Europa und ich kenne auch Referenten, die faszinieren. Ja, das war so die erste Aussage. Und jetzt auf dem Weg zu unserem dritten Termin kann ich nur sagen, Sie haben uneingeschränkt Wort gehalten. Wenn wir Revue passieren, die bisherigen Termine, hatten wir mit Aleida Aßmann die deutsch-europäische Sicht der Dinge. Dann im zweiten Termin mit Professor Gumbrecht eine sehr interessante, kann man sagen, Kontrast- oder Ergänzungsbetrachtung aus sowohl deutscher wie insbesondere auch kalifornischer Sicht, ein Blick auf Europa. Die heutige Aktualität wünschten die meisten von uns sich wahrscheinlich so nicht. Aber es zeigt, wie sehr Sie weitblickend gesehen haben, wie sehr das Osteuropa-Thema, das Russland-Thema auch auf Europa einwirkt. Die Spannung hätten wir nicht gebraucht, aber das Interesse sehr wohl. Wir freuen uns sehr, heute Abend diesen wiederum erweiterten Blick Europa unter osteuropäischen Überlegungen, Perspektiven zu bekommen. Die Art der Veranstaltung kennen Sie schon. Professor Pelzer wird uns wie immer wort- und tatkräftig unterstützen. In die, wie Juristen sagen, Sach- und Rechtslage heute Abend einführen. Und danach werden wir einen, nach allem, was ich gehört habe, spannenden Vortrag bekommen von Professor Schlögel. Ich bin gerade noch mal darauf hingewiesen worden, dass wir uns kein enges Zeitlimit setzen, sondern schauen, dass wir Ihr Interesse möglichst berücksichtigen können. Ja, dann wünsche ich uns allen einen guten Start in einen spannenden Abend. Sie sind dran. Lieber Herr Dr. Braun, verehrter lieber Herr Schlögel, lieber Herr Pelzer, liebe Gäste hier im Saal und zugeschaltet digital, herzlichen Dank, lieber Herr Dr. Braun, für die freundliche Begrüßung. Vor allem aber herzlichen Dank, dass dieser Abend und diese Reihe Europa am Scheideweg möglich ist. Denn Dank gebe ich auch im Namen von Herrn Oberbürgermeister Harry Merkel und Frau Bürgermeisterin Christner gerne weiter. Ohne die großzügige Unterstützung und Ihre wohlwollende Begleitung des Projekts in all den Phasen der Pandemie stünden wir sicherlich nicht hier. Danke auch dafür, dass Sie den heutigen Abend ins Netz übertragen. Ich weiß von einigen, die gerne dabei gewesen wären, die aber aus räumlichen Gründen nicht kommen konnten und auch aus familiären Gründen nicht kommen konnten. Umso besser, dass Sie trotzdem zugeschaltet sind und uns heute Abend einen sicherlich spannenden und erkenntnisreichen Abend erleben werden mit uns zusammen.
Mein Dank gilt aber auch, lieber Herr Dr. Braun, Ihrem gesamten Team in der Kulturstiftung sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kreissparkasse hier und vor dem Saal. Wie immer ist alles professionell und in diesen Tagen besonders wichtig, so organisiert, dass wir uns sicher und wohl fühlen können. Ich denke, liebe Gäste, das hat Ihren herzlichen Applaus verdient. Das im Juli 2020 im historischen Wasserschloss am Trappensee eröffnete Literaturhaus will mit Lesungen, Workshops, Vorträgen, Tagungen, kleineren Ausstellungen und demnächst, und da bin ich ganz besonders froh, auch interkulturellen Schreibwerkstätten für Schulen und an der Hochschule anregen zur Diskussion, zum Austausch und vor allem zum Verstehenlernen des eigenen wie des Fremden. Für das breite Programm des Literaturhauses braucht es Partner, braucht es Kooperationspartner, Kooperationen wie unter anderem die der Kulturstiftung der Kreissparkasse. Und als wir uns, lieber Herr Dr. Professor Schlögl, im Herbst 2019 in Heidelberg anlässlich Ihrer Laudatio auf die Schriftstellerin und Hilde-Domin-Preisträgerin Natascha Wodin für ihre Beteiligung an der Heilbronner Europareihe verabredet haben, war die aktuelle Brisanz nicht abzusehen. Dabei sind nunmehr seit 8 Jahren Waffengänge in der Ukraine leider an der Tagesordnung. Doch allzu schnell geraten Kriegshandlungen und Konflikte in benachbarten Ländern aus unserem Blick. Dabei sind die Auswirkungen in Europa oft und auf Europa beträchtlich. Ich nenne nur die Stichworte Georgien, Weißrussland, Kasachstan und andere Konfliktherde. Liebe Gäste, Herr Dr. Braun hat es bereits gesagt, nach Aleida Aßmann, die den heutigen Abend auch im Stream verfolgt, soweit ich weiß, und die ich hier herzlich grüße, nach Aleida Aßmann zum Auftakt mit ihrem Blick von Europa aus, auch auf Amerika, und der amerikanischen Perspektivierung auf Europa im Vortrag von Hans-Ulrich Gumbrecht steht heute die russische Sicht auf Europa im Zentrum des etwa gut 35- bis 40-minütigen Vortrags von Karl Schlögl. Unsere Reihe Europa am Scheideweg geht dann am 18. Mai mit Navid Kermani weiter, der uns auf seiner Reise mitnimmt entlang den Gräben von Russland und dem Baltikum und in den Orient. Doch heute zum leider hochbrisanten Thema Europa aus russischer Sicht. Beinahe im Stundentakt kommen neue Nachrichten und die Lage in der Ukraine scheint sich weiter zuzuspitzen. Geheimdienste erwarten angeblich den russischen Angriff am Mittwoch. Das Auswärtige Amt ruft Bundesbürger aus der Ukraine zurück. Zum Glück aber auf verschiedenen Ebenen werden Gespräche noch fortgeführt. Ich habe heute mit halbem Ohr und einem Auge der Pressekonferenz von Bundeskanzler Olaf Scholz und dem ukrainischen Präsidenten Zelensky zugehört. Die Gespräche laufen, doch die Destabilisierung des Landes, Sie, lieber Herr Professor Schlögl, haben auch in den hiesigen Medien, im Interview mit der Heilbronner Stimme und heute Morgen bei Radio Ton deutlich darauf hingewiesen, die Destabilisierung des Landes ist längst im Gange. Ich will aber dem Vortrag nicht weiter vorgreifen. Es geht um die russische Sicht aus ganz verschiedenen Blickwinkeln. Professor Schlögl hat mehrere Schwerpunkte gebildet und lieber Herr Professor Schlögl, wir sind auf Ihren Vortrag und die Diskussion mit Herrn Professor Pelzer und auch Ihnen im Anschluss. Da bitte ich Sie allerdings, aus Pandemiegründen können wir das Mikro nicht durch die Reihen reichen. Und die Kreissparkasse hat zwar lange Arme, aber so lange dann doch nicht. Ich bitte Sie einfach laut zu sprechen und wir würden gerne dann das wiederholen, damit auch die Leute, die uns zugeschaltet sind, die Frage verstehen.
Herrn Professor Pelzer darf ich ganz kurz vorstellen. Der studierte Historiker, Politikwissenschaftler und Romanist war bis zu seiner Emeritierung vor knapp 6 Jahren Professor für Neuere Geschichte an der Universität Mannheim. Lieber Pelzer, schön, dass Sie auch heute Abend wieder mit von der Partie sind und Ihre Expertise mit einbringen. Uns allen wünsche ich nun einen erkenntnisreichen Abend. Herzlichen Dank, dass Sie da sind, dass Sie auch uns zugeschaltet sind. Achten Sie alle auf sich und auf Ihre Mitmenschen in diesen turbulenten Tagen, wo mehr denn je unser aller Gemeinsinn gefordert ist, nicht nur vor Ort und auch nicht nur in Europa. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Dr. Braun, lieber Herr Dr. Knittel, sehr geehrte Damen und Herren, guten Abend. Ich freue mich, dass wir heute ein volles Haus haben und es zeigt auch das große Interesse an unserem Thema. Mit dem heutigen Referenten, Herrn Professor Dr. Karl Schlögel, schlagen wir innerhalb unserer Europareihe in der Kreissparkasse Heilbronn den Bogen in den Osten Europas nach Russland. Angesichts der aktuellen politischen Bedrohungslage an der Grenze zur Ukraine könnte die Termingestaltung nicht punktgenauer sein. Und ich denke, dass ein Großteil der hier Anwesenden den Vortrag und die anschließende Diskussion mit einem der profiliertesten deutschen Osteuropa-Historiker nutzen möchte, um intime Kenntnis und Informationen über Russland zu erhalten, Putins Absichten, aber auch von dem wechselnden Blick Russlands auf Europa im Laufe der langen gemeinsamen Geschichte zu erkunden. Auch wenn einige unter Ihnen unseren Gastreferenten über seine Bücher und den publizistischen Beiträgen in den Tagesmedien bereits kennen, so will ich ihn doch kurz vorstellen. Geboren wurde Karl Schlögel 1948 in Haarwangen, einer Gemeinde auf halbem Weg zwischen Memmingen und der Benediktinerabtei Otto Beuren. Sein großes Interesse an Russland und an der russischen Sprache wurde bereits früh in der Gymnasialzeit und durch Studienreisen in die Tschechoslowakei und die Sowjetunion geweckt. Diesem Studieninteresse konnte man in den 1970er Jahren nirgendwo näher kommen als in West-Berlin, wo Karl Schlögel nach dem Abitur die Fächer Philosophie, Soziologie, osteuropäische Geschichte und Slawistik an der FU studierte. Mit 4 Studienfächern offensichtlich nicht ganz ausgefüllt, engagierte er sich politisch in der linken maoistischen Fraktion der Studenten, des Studentenbundes. Vielleicht brauchte es diese lebensgeschichtlich wichtige Erfahrung des intellektuellen Inputs im politischen Biotop Berlin in den späten 1960er und 70er Jahren, Irrtümer immer eingeschlossen, um Gegenstand und Themen für eine wissenschaftliche Auseinandersetzung zu finden. Nach der 1981 erfolgten Dissertation über den sowjetischen Arbeiterprotest in der Post-Stalin-Zeit ging er 3 Jahre zu Forschungszwecken nach Moskau und arbeitete zunächst als Privatgelehrter, Publizist und Journalist, bevor er mit Büchern wie Moskau lesen, Die Mitte liegt ostwärts, Europa im Übergang und Jenseits des großen Oktober, Petersburg 1909 bis 1921, Laboratorium der Moderne, über die engen Fachgrenzen hinaus bekannt wurde. Es zeichnet den besonderen akademischen Lebensweg Karl Schlögels aus, dass er sich dann für 2 noch junge Reformuniversitäten entschied, die seine Forschungsprojekte förderten
und seinen kulturwissenschaftlichen Theorieansatz selbst zum Programm erhoben hatten. 1990 übernahm er die neu gegründete Professur für osteuropäische Geschichte an der Universität in Konstanz und 1995 nahm er den Ruf auf den Lehrstuhl für osteuropäische Geschichte an der 1991 neu gegründeten Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder, also Heilbronns Partnerstadt, an, wo er bis zu seiner Emeritierung 2013 lehrte. Orte oder Städte, die zu Kreuzungspunkten von bi- und multilateralen Beziehungen wurden, haben Karl Schlögl stets besonders interessiert. Beispiele hierfür sind St. Petersburg als Ort der Moderne, das Berlin der 1920er Jahre, Moskau während des großen Terrors unter Stalin, die alte Handelsstadt Nischni Nowgorod und Kiew nach der russischen Annexion der Krim. Darüber hinaus rückten in Frankfurt an der Oder, also direkt an der polnischen Grenze, die Geschichte Polens und die deutsch-polnischen Beziehungen in Schlögls Blickfeld, so wie er 2014 sich entschied, sich intensiv mit der Geschichte der Ukraine zu beschäftigen. Karl Schlögl ist ein äußerst produktiver Historiker. Etwa 2 Dutzend Monographien stammen aus seiner Feder und beinahe ebenso viele Herausgeberschaften wie Übersetzungen. Ähnliches, was die Vielzahl anbelangt, gilt auch für Fellowships an renommierten Universitäten in den USA und Europa, wie Preise und Auszeichnungen. Für wegweisende Bücher erhielt er 2009 und 2018 bedeutende Preise der Leipziger Frühjahrsbuchmesse. Schließlich ein weiterer Höhepunkt in der Wissenschaftskarriere von Karl Schlögl. 2009 hielt er die Laudatio auf den italienischen Germanisten und Friedenspreisträger Claudio Magris und 2013 auf die belarussische Schriftstellerin Svetlana Alejewitsch in der Frankfurter Paulskirche. 2 Jahre später bekam Frau Alejewitsch den Literaturnobelpreis. Schließlich möchte ich zum Schluss 2 Bücher nennen, die mir noch eindrücklich in Erinnerung sind. Im Raume lesen wir die Zeit. Über Zivilisationsgeschichte und Geopolitik aus dem Jahre 2003. Darin gelingt es ihm, den europäischen Raum neu zu gestalten, indem er einen Sinn für die Schauplätze historischen Geschehens wiederentdeckt, jenseits der Geopolitik. Sein jüngstes Werk aus dem Jahre 2020 lautet »Der Duft der Imperien«, Chanel Nummer 5 und »Rotes Moskau«. Perspektivisch glänzt dieses Buch durch seine Originalität. Es ist eine vergleichende Duftgeschichte, die Gemeinsamkeiten zwischen den beiden berühmten Parfümeurs in Paris, also Coco Chanel, und ihrem Ostpendant im roten Moskau aufzeigt. Uns aber auch den verflogenen Duft von Imperien durch die Kenntnis russischer Umtriebe in Paris und französischer Umtriebe in Moskau nach dem Ersten Weltkrieg offenlegt. Lieber Herr Kollege Schlögl, ich danke Ihnen, dass Sie keine Hindernisse gescheut haben, um hier heute Abend zu uns zu sprechen. Ich erteile Ihnen jetzt das Wort und freue mich sehr auf den Vortrag und die anschließende Diskussion. Einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich bin tief bewegt. Ich möchte mich sehr bedanken für die Einladung bei der Kreissparkasse und bei Herrn Dr. Braun. Sehr bedanken bei Herrn Dr. Knittel
der die Idee für diese Vortragsreihe hat und der mich darauf angesprochen hat. Und natürlich ganz besonders bei meinem Kollegen Professor Pelzer. Ich möchte eigentlich am liebsten gleich wieder hier runtergehen, nachdem ich so viel Schönes und Gutes und hoffentlich Wahres über mich gehört habe. Ich bedanke mich wirklich sehr und darf vielleicht auch anmerken, dass ich mich freue, heute in der Partnerstadt von Frankfurt-Oder in Heilbronn zu sein. Und ich habe es sehr genossen, diese Strecke im Neckartal von Heidelberg hier heraufzufahren. Nun zu dem Vortrag. Eigentlich versagt einem die Sprache und es könnte sein, dass alles, was ich hier sage und was wir vielleicht besprechen im Anschluss in der Diskussion, dass das alles schon wieder überholt ist, wenn wir auseinandergehen. Ich will damit weder Hysterie noch Panik anmelden oder schüren, sondern es ist tatsächlich so, dass wir in einer Zeit leben, die unübersehbar, rasend schnell geht und wo man eigentlich rund um die Uhr am Fernseher, in den sozialen Medien, in den Zeitungen sein muss, um zu verfolgen, was eigentlich vor sich geht. Es ist schwer, für mich jedenfalls, dafür eine Sprache zu finden, so wie es auch schwer ist, für das, was schon passiert ist in der Vergangenheit, eine Sprache und Worte zu finden. Ich konnte mir nicht vorstellen, vor 2 Jahren, dass Schlägerbanden in den Straßen von Minsk und Grodno auf wehrlose, schöne, harmlose, tapfere, wunderbare Frauen losgehen, sie schlagen, sie verhaften, sie ins Gefängnis stecken und alles kann mit ihnen passieren. Mit einer Frau, die jahrelang hier in der Nähe in Stuttgart im Orchester gearbeitet hat. Sie ist verschwunden. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass vor einem Jahr jemand, der schon vergiftet worden ist und dann gerettet wurde, zurückgeht in seine Heimat, am Flughafen verhaftet wird, in einem lächerlichen Verfahren verurteilt wird und in eine Strafkolonie abgeschoben wird, wo wir nicht wissen, ob er je wieder herauskommen wird. Es fehlt mir eigentlich an Worten. Man meint immer, es kann doch nicht sein. Aber es ist offensichtlich so. Und es ist offensichtlich so in den letzten Monaten, dass etwas passiert, das nicht vorgesehen war. Und dass jetzt in einem ungeheuren Tempo fast jeden Tag Staatsmänner nach Moskau oder Kiew reisen, um eine drohende, gefährliche, riskante Eskalation abzuwenden. Die ganze Welt scheint sich darum zu drehen, was ein Mann in einem Land denkt. Und wir sind jetzt auch damit beschäftigt, darüber nachzudenken, was er denkt. Wie kommt es eigentlich, dass eine ganze Welt sich darum dreht, sich Gedanken zu machen, was einer denkt? Ist die Welt so instabil? Und dafür eine Beschreibung und dafür eine Sprache zu finden, das ist außerordentlich schwierig. Es könnte sogar sein, dass es ein wohlberechneter Effekt ist, dass man auf einen Termin schaut, 48 Stunden, 24 Stunden, während in Wahrheit eigentlich alles schon läuft. Es läuft eben schon, dass wir inzwischen 700.000 russische Staatsbürger in besetzten Gebieten haben. Es sind jederzeit Provokationen möglich, alles ist möglich, aber dafür haben wir keine Sprache und es gibt sozusagen immer Ausweichformen. Es gibt den historischen Blick. Wenn wir zurückgucken in die Geschichte, dann wissen wir, wie es ausgegangen ist und wir können es erzählen. Und wir wissen über die Geschichte meistens besser Bescheid als über die Gegenwart.
Oder es gibt die Cassandra, die uns an die Wand malt, was alles Schreckliches und welche Katastrophen passieren werden. Cassandra weiß Bescheid. Aber das eigentlich Ungeheure ist nicht die Vergangenheit und die Zukunft, sondern die Gegenwart. Die Gegenwart ist unüberschaubar, sie ist out of control, wir haben nicht den Überblick und es ist das, was der große, früh marxistische Philosoph Ernst Bloch gesagt hat. Die Gegenwart, das ist das Dunkel des gelebten Augenblicks, eine ungeheure Formulierung, das Dunkel des gelebten Augenblicks. Und wir leben in dieser Gegenwart, im Dunkel des gelebten Augenblicks. Wir wissen nicht, was los ist, was passieren wird. Und wir können uns nur bestimmte Gedanken machen. Wir haben dieses Thema vereinbart lange vor dieser Anspannung und dieser Zuspitzung, auch noch vor der Pandemie. Und ich finde diese Überlegung, einen Blick von außen auf dieses gefährdete, großartige Europa zu werfen, finde ich sehr gut. Trotzdem kann man natürlich Fragen stellen. Erstens, ist es so, dass es nur einen Scheideweg gibt? Ist die Lage nicht so, dass es viele Wege gibt? Ist die Lage weltweit so außer Kontrolle geraten, dass man sich eigentlich ganz neu aufstellen muss? Oder um mit Hannah Arendt zu sprechen, man muss denken ohne Geländer. Es gibt keine Anhaltspunkte. Denken ohne Geländer, das ist eine sehr riskante und gefährliche Geschichte. Zweitens, warum eigentlich ein Blick aus Russland? Warum aus Russland? Warum nicht, man könnte auch sagen, eigentlich im Augenblick käme es auch darauf an, einen Blick aus den Ländern dazwischen, die immer zwischen den Deutschen oder den Westeuropäern und den Russen platziert waren und die ihre guten, vor allem ihre schlechten Erfahrungen gemacht haben. Und so könnte man auch sagen, ja, ein Blick vielleicht aus Russland, aber auch jetzt in meinem Fall auch von der Ukraine. Und drittens, warum habe ich dann einen Vorschlag gemacht, Untergang des Abendlandes, Fragezeichen. Es spielt eigentlich an auf die anti-europäische, anti-EU und anti-westliche Rhetorik, die man seit einigen Jahren besonders aus Russland, aus Putins Russland hört. Und ich nehme einfach diese negative Rhetorik auf und möchte ihr nachgehen. Der Witz ist nur, dass der Untergang des Abendlandes fast so etwas wie ein Klischee, ein Terminus technicus geworden ist für einen Kontinent, der in die Krise geraten ist. Und Sie wissen alle, es ist das berühmte Buch, die zwei Bände von Oswald Spengler, Untergang des Abendlandes, geschrieben zwischen den ersten Jahren des Ersten Weltkriegs und der Nachkriegszeit. Aber, und das möchte ich betonen, es gibt auch einen Autor, den man in Deutschland nicht kennt. Das ist ein russisch-jüdischer Schriftsteller, Grigori Landau, der in Petersburg aufgewachsen ist. Er hat zeitgleich und unabhängig von Oswald Spengler ein Buch geschrieben, Sumerke Evropi, die Dämmerung Europas. Und man könnte sagen, es ist fast eine Parallelschrift zu dem, was Oswald Spengler geschrieben hat. Er hat natürlich ein ganz anderes Schicksal als der nationalkonservative Oswald Spengler. Er floh nach der Oktoberrevolution nach Deutschland, lebte in Berlin, musste dann, als die Nazis kamen, wieder fliehen, ging nach Riga und wurde dort, als die Sowjetunion in Riga einmarschierte, 1941 deportiert und starb im Lager. Also eigentlich eine Biografie, die den totalen Untergang Europas zwischen diesen beiden totalitären Systemen beschrieben hat. Warum habe ich dieses Thema angenommen? Ich muss Ihnen sagen, dass ich eigentlich alle diese Diskussionen, Konferenzen, Seminare, die Jahr aus Jahr ein
über das Verhältnis von Russland und Europa gehalten werden. Ich tue mich sehr schwer damit, ich kann fast damit nichts anfangen, und zwar aus einem sehr einfachen Grund. Für mich ist seit den ersten Besuchen, die ich dort war, in der Sowjetunion zunächst, also im Jahr 66 zum ersten Mal und dann regelmäßig, für mich war es eine Selbstverständlichkeit, schon beim Grenzübertritt, damals zuerst in Chob, in der heutigen Westukraine, dass man, wenn man in die Sowjetunion und Russland geht, dass man in Europa ist. Warum? Das wissen Sie auch alle. Man hat die Literatur drauf, man hat Dostojewski, Tolstoi, Tschechow, Pasternak gelesen. Man kennt sich mit der Musik aus, mit Schostakowitsch und Stravinsky. Man weiß etwas von der Architektur, dass es dort eine großartige europäische Bautradition gibt, von der Renaissance bis zum Konstruktivismus, der sowjetischen Avantgarde und so weiter. Es bedarf eigentlich keines Nachweises oder einer Beglaubigung, dass Russland und die Sowjetunion ein Teil der europäischen Welt war, jedenfalls für mich. Was nicht bedeutet, dass nicht die Sowjetunion gleichzeitig ein euroasiatisches Imperium gewesen ist, das sich bis zum Pazifik erstreckt. Aber es war auch so, dass ich später erst gelernt habe, dass es nicht nur Russland auf dem Territorium der Sowjetunion gab, sondern auch die Ukraine. Und wer zum ersten Mal in die Ukraine fährt, hoch über dem Dnieper steht, an der Kathedrale, die Lavra, das Höhlenkloster sieht, der weiß, dass dort seit dem 9., dem 10., dem 11. Jahrhundert ein Kern, ein Zentrum europäischer Kultur, Religiosität gewesen ist und immer noch ist. Das heißt, es war für mich eigentlich immer selbstverständlich, wenn man in die Sowjetunion reiste, dass man nicht aus Europa heraus ist, sondern in einer bestimmten Region, so wie es auch andere europäische Regionen mit einer spezifischen Geschichte gibt. Also das ist mein Zugang, und ich stütze mich in erster Linie auf meine eigenen Erfahrungen. Ich bin kein Security-Experte, ich bin kein Diplomat, ich habe wahrscheinlich nicht die vorsichtige Sprache des Diplomaten. Ich habe mich lange mit der Geschichte beschäftigt, aber ich vertraue eigentlich in erster Linie darauf, was ich mitbekommen habe und mitbekomme, und ich versuche zu verstehen, wie ein Land tickt. Und das ist in diesem Augenblick für mich ganz klar. Ich war 2014 in der Ukraine. Ich habe die Besetzung des Donbass erlebt. Ich habe mitbekommen, dass das Land nicht durchgedreht ist, sondern die Nerven behalten hat. Ein Land, das nichts will, als in Ruhe gelassen zu werden, das aber nicht in Ruhe gelassen wird von jemandem, der offensichtlich, der uns eigentlich eine Erklärung schuldet, warum er jetzt 100, 130.000 Mann an der Grenze aufmarschieren lässt. Also, die Ex-Sowjetunion, Russland, die Ukraine, auch Belarus, ein Teil Europas, darüber gibt es für mich überhaupt keine Diskussion. Und ich habe mir jetzt das so vorgestellt in meinem Vortrag. Ich möchte einmal dem nachgehen, wie man im Westen auf Russland gesehen hat. Ob das stimmt, dass es immer eine russophobe Wahrnehmung Russlands gegeben hat und ob es nicht ganz anders ist. Ob nicht diesem Russlandbild in Europa oder im Westen nicht auch ein russisches Bild vom Westen und von Europa entspricht. Ich möchte dann die Frage stellen, was hat eigentlich die Selbstverständigung und das Selbstverständnis, die Identität Russlands mit Europa zu tun? Es gibt eine
eine interne Diskussion seit mindestens dem frühen 19. Jahrhundert. Die Frage, wer sind wir? Gehören wir zum Westen? Gehören wir zu Europa? Gehören wir zu Eurasien? Also das ist eine der interessantesten und faszinierendsten Diskussionen. Ja, ich werde dann nochmal auf das eingehen, was jenseits des Seminarbetriebs und jenseits der theoretischen Diskussionen eigentlich für russische Normalbürger Europa ist. Und da werde ich auf meine Erfahrung zurückgreifen. Und ich möchte abschließen mit ein paar Überlegungen, drei, vier Überlegungen. Ich nenne das Updating. Und ich möchte gestehen, dass ich glaube, dass wir nicht auf der Höhe der Zeit sind. Jedenfalls würde ich das für mich behaupten. Und ich möchte darüber sprechen, in welche Richtung eigentlich unsere Arbeit, unsere analytische Arbeit gehen müsste, von politischer Verantwortung und so weiter gar nicht zu sprechen. So, zunächst zum westlichen Russlandbild. Man muss Folgendes sehen, dass wenn wir heute von Europa sprechen, dann haben wir ja meistens die Europäische Union, EU-Europa im Kopf, was natürlich ein Irrtum ist. Europa ist größer als nur die EU und die Europäische Union ist ein wunderbares Gebilde, was nach der großen Katastrophe des Dreißigjährigen Krieges im 20. Jahrhundert aufgebaut worden ist und wo eine politische und eine Lebensform entstanden ist, die uns kostbar, teuer oder jedenfalls den meisten von einigen abgesehen, die auf Europa sozusagen ihr eigenes Versagen abladen wollen. Aber es wäre falsch, EU-Europa sozusagen zurück zu projizieren auf die letzten 1000 Jahre, um es kurz zu skizzieren. Wenn man in die Kiewer Rus, in die alte Rus des 10., 11., 12. Jahrhunderts ging, da kam man nicht von irgendwie EU oder Westeuropa in erster Linie, sondern von Byzanz. Das heißt, es gab einen Zugang vom oströmischen, von der byzantinischen, von der ostkirchlichen Welt, jedenfalls bis Byzanz und Konstantinopel dann von den Türken erobert und dem Osmanischen Reich zugeschlagen wurde. Also es gibt eine Perspektive auf Russland nicht aus dem Westen, sondern aus der byzantinischen Welt. Wir haben dann im 16., 17. Jahrhundert eine ungeheure Serie von Besuchen, Beobachtern, Erforschern, Handelstreibenden, Gesandten, die Europa versorgt haben mit Kenntnissen, Berichten über das, was sich dort tut, in dem späteren Moskauer Reich. Und die Namen sind sozusagen allen Osteuropa-Leuten bekannt. Die Berichte von Olearius, von Gesandten wie Herberstein, Fockeroth und anderen, die berichtet haben von einem Moskauer Reich, das ganz deutliche Zeichen seiner Nähe und zeitlang auch Tributpflichtigkeit gegenüber den Tatarenkhan zeigt. Also Gepflogenheiten wie der Kotau, das höfische Zeremoniell, das Verhältnis zu den Bojaren, die Kleidung oder auch sehr viele sprachliche Elemente bis heute in der russischen Sprache stammen aus dem tatarischen Kontext. Oder wenn wir dann später in der Zeit des russischen Kaiserreichs, also Peter dem Großen, gehen, es war die Öffnung Russlands nicht nur nach Westen, nach Europa hin, also das berühmte Fenster nach Europa, das Peter geöffnet hat, sondern umgekehrt. Es gab auch das Fenster der Europäer nach Russland oder ins Russische Reich, das sich immer weiter ja nach Osten ausgedehnt hatte. Russisches Reich, das war für die aufgeklärte Welt, ob das Leibniz, Bernoulli und wie sie alle hießen, es war ein Traumland, ein Raum, wo die aufgeklärten Europäer meinten,
Es wäre sozusagen ein weißes Blatt Papier, in dem man eine Zukunftsgesellschaft nach aufgeklärten, modernen Gesichtspunkten gründen kann. Und das ist ja auch geschehen. Eine Stadt wie St. Petersburg, eine Akademie nach dem Muster europäischer Akademien, die gesamte Kultur, ob in der Musik, im Theater und so weiter. Also ein Blick durch das Fenster nach Russland. Dann im 19. Jahrhundert, wenn man sich nach der Niederlage Napoleons in Russland sich ansieht. Russland war so etwas für die konservative, anti-napoleonischen, antirevolutionär ausgerichtete europäische Öffentlichkeit einerseits eine Festung der Konservativen, der legitimen Macht, aber für die Monarchien und für die legitimen Mächte der Heiligen Allianz war Russland der Pol der Festigkeit, der Stabilität, der Widerstandskraft gegenüber den Unsicherheiten, die mit der sozialen Frage, mit der Industrialisierung und Urbanisierung gekommen sind. Gehen wir zum Weltkrieg oder zum Großen Krieg. Es war nicht der Krieg Russlands gegen Europa, sondern es war die Verbindung der Entente der Franzosen, England, Russlands gegen die Mittelmächte des Deutschen Reiches und Österreich-Ungarns. Und was dann geschah, die Revolution und der Bürgerkrieg, das war für viele in Europa einerseits der Horror und der Schreck des Zusammenbruchs von einem Tag auf den anderen der alten Autokratie, aber es war für die anderen, für die Linke, für die Arbeiterbewegung auch der Durchbruch gegen den Imperialismus, den Kapitalismus und der Beginn einer neuen Welt, die die Bolschewiki dort versprachen aufzubauen. Ähnliches kann man dann sagen für die Zeit des Zweiten Weltkrieges oder jedenfalls für die Zeit des Deutschen Krieges gegen die Sowjetunion. Der Hitlerkrieg gegen die Sowjetunion ist, wenn man so will, die Radikalisierung und der Tiefpunkt überhaupt der Verachtung gegenüber nicht nur Russland, sondern den Völkern der Sowjetunion. Aber gleichzeitig waren die Völker der Sowjetunion verbündet mit den Mächten der Anti-Hitler-Koalition, insbesondere mit Großbritannien und den Vereinigten Staaten. Das heißt, über diesen großen Vaterländischen Krieg gegen das nationalsozialistische Deutschland gab es eine sehr starke Allianz mit den westlichen Mächten und es war auch der Weg des Aufstiegs zur Supermacht, die nach dem Zweiten Weltkrieg die Sowjetunion geworden war. Noch einmal eine Änderung dann während des Kalten Krieges, wo es natürlich ein dominierendes Bild gegeben hat, die Sowjetunion als nicht erst in der regischen Formulierung des Reichs des Bösen, sondern des Totalitarismus, der sozusagen Parallelordnung der Diktatur, also in der antikommunistischen Propaganda, rot gleich braun und so weiter. Und dann ein weiterer Abschnitt nach 1991, wo man sagen kann, es gibt wieder beides. Es gibt eine ungeheure Öffnung und Aufgeschlossenheit und Faszination für das, was sich dort tut. Niemand war darauf gefasst, dass das Land sich öffnen würde, gewissermaßen aus eigener Kraft, und dass Dinge möglich sein würden, die sich niemand vorstellen konnte. So, jetzt zum russischen Bild, was Europa angeht und den Westen.
Auch dort kann man nicht davon ausgehen, es gab ein fixes Europa oder gar in der heutigen Form der Europäischen Union, sondern die ersten Konfrontationen des Moskauer Reiches, die hatten zu tun mit der Verteidigung der Autokratie und der Orthodoxie, vor allem gegen das Lateinertum, also gegen die Mächte Polen, Litauen, gegen die damaligen europäischen Großmächte, insbesondere Schweden, aber vor allem Polen und dann natürlich auch das Osmanische Reich. Unter Peter, auch dort gab es eine Faszination, das ist ja den meisten bekannt, mindestens von der Oper Zar und Zimmermann. Peter war der Erste, der nicht nur Briefe geschrieben hat und Gesandtschaften, sondern der sich selbst auf den Weg gemacht hat in mehreren Delegationen, der gelernt hat, Know-how, Technik, Ingenieure, Architekten mit nach Russland gebracht hat und auf seine Weise, auf eine sehr brachiale Weise, die das Land gespalten hat, Russland auf den Weg der Europäisierung geführt hat. Damit taucht dann der Konflikt zwischen dem europäisierten, dem petrinischen, dem Petersburger Russland in Konflikt zu dem alten, dem rückständigen, dem heiligen Russland, das den Konflikt dann zwischen den Slavophilen und den Westlern im 19. Jahrhundert und bis ins 20. Jahrhundert hinein bestimmen wird. So, ich muss das kurz fassen. Ähnliche Situationen haben wir wieder mit Weltkrieg und Revolution. Revolution war ja die Zuversicht, dass aus der russischen Revolution eine Weltrevolution werden würde, dass das Zentrum nicht in Moskau oder Petrograd, sondern in Berlin sein würde. Also Russland als das Hinterland der proletarischen Weltrevolution. Es war übrigens auch damals schon eine große Übereinstimmung mit den Vereinigten Staaten. Es gab das sogenannte Wilsonsche Element oder Moment, in dem Augenblick, wo Wilson und Lenin gleichzeitig für die Selbstbestimmung der Völker aufgerufen haben, wo sie die Abschaffung der Geheimdiplomatie verkündet haben und ganz neue Wege gehen wollten. Auf Amerika werde ich nachher noch eingehen. 41 bis 44, also der große Vaterländische Krieg, das war sozusagen die Selbstbehauptung der Sowjetunion, der sowjetischen Völker, aber auch des Russischen, aber nicht nur. Im Kalten Krieg mit der Teilung Europas und der Teilung der Welt geht es in erster Linie gegen den Imperialismus, den USA-Imperialismus, bei gleichzeitiger Faszination aber gegenüber der Softpower und dem, was man aus dem Westen übernehmen kann, ob das die großen Ausstellungen in den 50er und 60er Jahren gewesen sind und während des Tauwetters ein großer erster Aufbruch nach der Erstarrung der Stalinzeit. So, dieser Konflikt, der mit der Europäisierung durch Peter auf seine brutale Weise herbeigeführt wurde, der zieht sich durch das ganze 19. bis 20. Jahrhundert hindurch mit prominenten Denkern. Und ich glaube, der Streit zwischen den Westlern und den Slavophilen ist einer der faszinierendsten intellektuellen Selbstreflexionen, die es in bestimmten Nationen überhaupt gegeben hat. Also Figuren wie Pjotr Tschardajew, der dann allerdings für verrückt erklärt wurde, jemand, der gesagt hat, Russland, das Schicksal Russlands ist, dass es keine Geschichte hat, sondern das Schicksal, die Geografie ist Russlands Schicksal. Also sich zu erstrecken von der Oder bis zum Pazifik, aber dafür die ganze Kraft auszugeben und keine Geschichte der Traditionsbildung, der Abfolge der Generation und so weiter zu haben. Diese Position zwischen den Westlern, also die sich Gedanken machten über Verfassung,
Gedanken machten über die Abschaffung der Leibeigenschaft, über Säkularisierung im weitesten Sinn. Dem steht gegenüber das Beharren auf der Autokratie, dem Volk, sprich dem Bauernvolk, zu einer bestimmten Politik, das heißt gegen den Individualismus, gegen Pluralismus, gegen Rechtsförmigkeit, gegen Rechtsstaat und dafür die Beschwörung einer besonderen russischen, nicht russischen Seele, aber eines russischen Volksgeistes, der vor allem im Volk verkörpert ist. Und da gibt es dann eine revolutionäre Tradition, die auch den Weg der russischen Revolution eben darauf gründen will. Und sogar jemand wie Marx und Lenin haben dann ja sogar dem zugestimmt, dass es einen spezifischen russischen Weg der Revolution geben wird, gestützt auf Gemeineigentum, Kollektividentität und so weiter. So, damit will ich sagen, dass es keine Teleologik gibt, sozusagen eine Hassgeschichte, eine russophobe Geschichte und auch keine anti-westliche Hassgeschichte, sondern dass es Konjunkturen gab des Europäismus, des Antieuropäismus, der Russophilie und der Russophobie. Und jetzt im Nachhinein sozusagen Europa und den Westen kollektiv und über die ganze Geschichte hinweg als russophob zu bezeichnen und jede Kritik, die an Putins Russland geäußert wird, als Russophobie zu diffamieren, das ist unhaltbar. Ich möchte jetzt zu einem anderen Punkt kommen, der eine sehr wichtige Rolle spielt, der aber meist übersehen wird, nämlich, dass es natürlich nicht nur eine Faszination, Fixierung oder Negation Europas gab, sondern Amerikas. Das ist eine Sache, an der ich im Augenblick gerade intensiv arbeite und die ungeheuer faszinierend ist. Weil diese beiden Mächte, denen die Zukunft gehören würde, wie Tocqueville in seiner Schrift über Demokratie in Amerika 1835 geschrieben hat, diese Mächte hatten eigentlich überhaupt keine Felder von Konflikten, keine gemeinsamen Felder. Russland dehnte sich aus bis nach San Francisco, wie Sie wissen, Fort Ross kann man heute noch besichtigen. Alaska war bis in die 1860er Jahre russisch, bis es das loswerden wollte und verkauft hat an die Vereinigten Staaten. Es gab einen Botschafteraustausch, Briefe von Jefferson an Alexander den Ersten. Also es gab eigentlich überhaupt sozusagen diese alteuropäisch-russischen Konflikte gab es überhaupt nicht. Und es gibt auch keine Logik in eine Verfeindung hinein, wie ich ganz kurz skizzieren möchte. Beide sozusagen Staatswesen der Zukunft hatten gemeinsame Probleme der Ausdehnung, go east, go west. Sie hatten beide Probleme mit der Kolonisierung, nämlich was macht man mit den Native People, mit den Eingeborenen, sei es im amerikanischen Westen, also mit den Indianern, sei es mit den Völkern Sibiriens. Und was macht man mit dem Skandal, dem zivilisatorischen Skandal des Russischen Reiches, nämlich der Leibeigenschaft und dem Skandal der Vereinigten Staaten, nämlich der Sklaverei? Und es ist kein Zufall, dass beide fast zu gleicher Zeit abgeschafft wurden in den 1860er Jahren und sich eine ungeheure Dynamik entwickelt hat. Und man muss nur sehen, und ich kann jetzt nur ein paar Worte zitieren, Alexander Blok, der große Dichter, sagte, der Stern Amerikas geht über Russland auf, ja, sagte über das sich modernisierende Zarenreich. Gorki in New York sagte, das ist die Stadt des gelben Teufels, also die Metropole des Kapitalismus. Oder jemand wie Trotzki und Bucharin, die im Exil in den Vereinigten Staaten gelebt haben, sie dachten eigentlich, nachdem sie von Stalin verfolgt wurden, dass sie wieder in die Vereinigten Staaten gehen wollten,
weil man dort, wenn schon nicht geschätzt ist, aber zumindest sein Leben nicht in Gefahr ist. Und nehmen wir dann vom Wilsonschen und Leninschen Moment, habe ich schon gesprochen, also diesem seltsamen Gleichklang nach dem und im Lauf des Ersten Weltkrieges und der Revolution. Es gab in den 20er und 30er Jahren, gab es ein Kollege von mir, ein Amerikaner, hat es genannt, Soviet Americanism, also einen sowjetischen Amerikanismus. Und es gab einen amerikanischen Sowjetismus, verkörpert im New Deal und in den großen Industrialisierungsvorhaben in Russland. Stellen Sie sich vor, Tausende von Ingenieuren, Technikern fuhren nach Detroit zu Ford, arrangierten Projekte. Albert Kahn etwa aus Detroit, der große Architekt, baute etwa 500 Fabrikanlagen in der Sowjetunion in den 30er Jahren. Oder es gab wahrscheinlich eines der besten Amerika-Bücher von zwei sowjetischen Journalisten, Ilf und Petrov, von 1936. Das heißt, es gab nichts von originärer Verfeindung und Feindschaft, sondern es gab eine tiefe Faszination, und es war irrerweise Stalin, der gesagt hat, die Kombination von bolschewistischem Pathos und Leidenschaft und amerikanischem Pragmatismus, das wäre die Rettung Russlands, sagt er jedenfalls in der zweiten Hälfte der 20er Jahre. So, was ich über die Anti-Hitler-Koalition, das hatte ich schon gesagt, das war ein festes und starkes Bündnis, und wahrscheinlich hätte es auch keinen Sieg der Roten Armee ohne die Land-and-Lease-Lieferung der Amerikaner gegeben. Und selbst in der Zeit des Kalten Krieges gab es immer eine immer noch intime Verwandtschaft, dann insbesondere in der Zeit des Tauwetters und der friedlichen Koexistenz. Die Besuche von Nixon auf der Amerika-Ausstellung in Moskau, der Massenandrang und die Gastspiele der amerikanischen Jazzmusiker und umgekehrt die Besuche von Russen in Amerika. Das heißt, um es kurz zu machen, es gibt keine Logik der Verschlechterung und Unabwendbarkeit von Feindschaft, sondern es gibt Konjunkturen. Und dann, das hat zu tun mit der einen und der anderen Seite. Ich schließe diesen Punkt ab und komme zu einem, das habe ich noch Zeit, oder ist schon, zu einem Punkt, der herausführt, sozusagen aus der Welt, ich sage jetzt mal, des Seminars. Wenn ich meinen eigenen Eindrücken vertraue, was eigentlich für Normalbürger der Sowjetunion, der späteren Russland, Europa ist, dann möchte ich Ihnen Folgendes sagen. Der Westen und Europa auf sowjetischem Territorium war für meine Bekannten, wenn man Urlaub machen kann in Estland, in Jurmala, an der baltischen Küste, wenn man nach Lemberg fahren kann und auf habsburgischem Grund sich bewegt. Das heißt, es gab ein Europa auf sowjetischem Territorium, also Gebiete, die von der Sowjetunion okkupiert worden sind oder jedenfalls Teil der Sowjetunion geworden sind, so wie man auch in exotische, nicht-russische Republiken fahren konnte, ob das nun die kaukasischen oder die zentralasiatischen. Also es gab ein Westen, ein Europa auf sowjetischem Territorium, also die Nikolai-Kirche in Riga oder das Schwarzhäupterhaus und verschiedene sozusagen klassische Orte. Es gab so etwas wie eine Grand Tour für, auf jeden Fall für Intellektuelle, aber nicht nur für Intellektuelle, dorthin. Dort war man dann außerhalb Russlands. Dann gibt es natürlich das Europa des Ostblocks. Also es gab so viele, die scharf darauf waren, nach Prag zu fahren. Ja, fast so wie für mich. Für mich war auch das Prag-Erlebnis eigentlich das Europa-Erlebnis, das erste schlechthin, nach Prag zu fahren. Oder die Gemäldegalerie in Dresden, den Pergamonaltar in Ost-Berlin,
Also es gab innerhalb des Ostblocks gab es ein Europa, das sozusagen zum Sowjetblock gehörte, aber man war nicht mehr dann in Russland. Oder das späte Reisen im Zuge der 80er Jahre, der Auflösung oder der Öffnung. Dieses Kapitel ist überhaupt noch nicht geschrieben, dass sozusagen die Europäisierung und Internationalisierung durch den Basarverkehr, also dass Hunderttausende, ja Millionen von Menschen, die nicht aus Abenteuerlust nur, sondern vor allem, weil sie es mussten, weil sie sich um ihr Leben kümmern mussten, sich auf den Weg gemacht haben. Und wohin fuhr man? Man fuhr nach Istanbul, nach Beirut, nach Thessaloniki, nach Athen. Man fuhr nach Warschau, in das große Stadion, jedes Wochenende 100.000 Ameisenhändler, wie sie hießen. Man fährte nach Helsinki. Das heißt, es spielte sich in den späten 80er und vor allem in den 90er Jahren eine spontane, unorganisierte, von Not in der Tat stimulierte Europäisierung ab. Ich halte die für sehr bedeutend, weil es bedeutete, dass 100.000 Menschen, die noch nie im Westen gewesen sind, den man nur sozusagen aus der Propaganda, aus der sowjetischen oder aus der westlichen Propaganda kannte, sie konnten selber sich ein Bild davon machen. Und es war ungeheuer wichtig, ob man selber sich in einen Bus setzen konnte und nach Paris fahren konnte oder nach Barcelona oder nach Rom. So, ein weiterer Punkt, wenn ich von Europa rede, Schengen-Europa. Schengen ist etwas Unglaubliches für russische Staatsbürger heute oder seit den 90er Jahren. Es bedeutet, wer in Helsinki oder in Warschau oder wo immer, er kann sich in ganz Europa bewegen. Ja? Und es gibt eigentlich keine Probleme mehr. Und wer unterwegs ist und die Augen und Ohren aufmacht, der weiß, dass russischsprachiges oder russisches Publikum überall zu treffen ist. Von Lissabon bis zum Heiligen Berg Athos, bis nach Stockholm, Hammerfest. Es gibt keinen Ort in Europa, der nicht inzwischen aufgesucht worden ist von Leuten, russischen oder auch ukrainischen Leuten, mit einem Schengen-Visum. Es gibt dort eigentlich kein Problem. Schließlich das Diaspora-Europa. Es gibt Diaspora-Europa von Leuten, die finden, dass es eigentlich besser ist, in Berlin oder in Paris zu leben, vielleicht eine Wohnung in Moskau zu behalten, weil eine Wohnung in Moskau viermal teurer ist als eine Wohnung in Berlin. Man kann pendeln, man kann hin und her fahren, man kann dort Geld machen und gut leben. Ich rede jetzt nicht von den Oligarchen, sondern ich rede von Zehntausenden von Communities, die es inzwischen überall gibt, von Bangkok, Sydney, Paris, Berlin mit wahrscheinlich 300.000 Menschen, russischsprachig. Sie können das auch an jedem Bahnhof, an jedem Zeitungskiosk, im Rundfunk, im Radio, im Fernsehen nachvollziehen. Also das ist fast wieder so etwas wie eine, teilweise auch eine russische Parallelgesellschaft gibt. Dann gibt es natürlich das Oligarchen-Europa, also jeder weiß das, die City of London, die Villengebiete an der Côte d'Azur. Das heißt, das sind Areale, in die Leute, die in den 90er und folgenden Jahren das Volkseigentum in einem anarchischen Prozess der Privatisierung sich unter den Nagel gerissen haben, sie haben ihr Kapital in unvorstellbaren Mengen und Massen außer Landes geschafft, und zwar deswegen, weil es dort sicher ist. Die City of London ist der beste Ort, um das gestohlene Kapital nach außen zu schaffen. Und es gibt, Sie können das in YouTube sehen, Serien über London gerade mit Führungen durch Kensington und andere Stadtteile, wo ganze Straßenzüge von russischen, aber auch von aserbaidschanischen und ukrainischen und turkmenischen und kasachischen Oligarchen und Oligarchentöchtern gemietet sind.
Und schließlich, und dann bin ich gleich zum Ende, es gibt das Europa, das rohstoffbedürftig ist. Rohstoffbedürftig, also insbesondere Öl, Gas, seltene Erden, Metalle und so weiter. Und das war immer so. Das war im 16., 17. Jahrhundert waren es die Pelze, die Eichhörnchenfelle. Das war so etwas wie eine Art Währung, mit der sich auch das Zarenreich schon finanziert hat. Und Rohstoffe heute und dieser Export ist lebenswichtig für die Finanzierung, für die Stabilität oder quasi Stabilität des jetzigen Regimes. Ich schließe diesen Punkt ab. Es ist jedenfalls, was die Oligarchie und die KGB-Elite angeht, eine schizophrene Angelegenheit. Wenn man auf der einen Seite den Westen diffamiert, gleichzeitig aber die eigenen Töchter und Söhne auf britische Internate oder auf amerikanische Universitäten schickt. Und es gibt ein schönes russisches Sprichwort, das heißt, regieren wie Stalin, herrschen wie Stalin, aber leben wie Abramowitsch. Also man regiert und herrscht, aber man lebt gut, wenn man eine Villa oder ein Grundstück irgendwo in der City of London hat. Ich komme zum Schluss und ich möchte sprechen über unsere Arbeit oder jedenfalls so, wie ich sie sehe. Die Situation ist ganz neu. Die Auflösung der Nachkriegsordnung ist so fundamental. Die Karten werden neu gemischt. Es gibt nicht nur zwei Hauptplayer, es gibt drei, vier, fünf. Es gibt Absteigende und Aufsteigende. Ich will das hier gar nicht ausführen, das wissen Sie alles selber. Das ist eine ganz neue, unübersichtliche Situation, in der man sich neu aufstellen muss. Und was heißt neu aufstellen? Das heißt, dass wir uns ausrichten, unsere Aufmerksamkeit schulen für neue Phänomene, die wir nicht kennen. Es nützt nichts mehr, Gegenpropaganda zu machen in einer Zeit, wo sozusagen der Wahrheitsbegriff selber in Frage steht. Also die Leistung der Postmoderne unter anderem war ja, dass es eigentlich gar keine Wahrheit mehr gibt. Das ist ja altmodisch und überholt. Stattdessen gibt es viele Wahrheiten und es gibt Sichtweisen. Es gibt eigentlich gar keine Fakten, sondern es gibt interpretierte und so interpretierte Fakten oder Fake News oder alternative Fakten, wie man zuletzt von Donald Trump gehört hat. Aber das ist schon lange überhaupt die Sprechweise des, vor allem des von mir sehr nicht geschätzten, aber beobachteten Pressesprechers von Putin, Dmitri Peskov, der geradezu ein Virtuose dieser Art der Kommentierung ist. Wir sind nicht, oder wir gucken auf den Krieg sozusagen, als wäre der Krieg die Grenzüberschreitung, aber es gibt andere, es gibt Hybridkriege, es gibt Information Wars, es gibt eine ganze Stufenleiter von, es gibt einen Informationsraum, in dem Auseinandersetzungen stattfinden, die vielleicht auch kriegsentscheidend sein können. Schließlich, drittens, was mich besonders immer aufregt, weil ich darüber lange gearbeitet habe. Ich habe lange eigentlich dafür, für die Rehabilitierung eigentlich des Raumbegriffs gearbeitet. Das war in Deutschland ja nicht einfach, weil Raum, Ostraum, Volk ohne Raum, das war ja alles sozusagen kontaminiert und schmutzig und das stimmt auch. Aber dass Politik immer im Raum spielt, das ist eine so elementare und banale Tatsache, dass man sie eigentlich gar nicht besonders betonen muss. Es gab natürlich eine Politik, die im Raum stattgefunden hat, im Kalten Krieg. Es gab auch eine Geopolitik des Kalten Krieges. Und jetzt zu behaupten, es gäbe eine ganz neue Geopolitik, das ist einfach ein Witz. Dass Geografie endlich anerkannt wird als ein bedeutendes Element und Faktor von Politik, das ist klar. Aber jetzt zu tun, als würde die Geografie selber erklären, warum es zur Aggression kommt, das ist eine Vereinfachung, die eigentlich nicht erlaubt ist, besonders bei gebildeten Leuten. So,
Die Frage, die Sie wahrscheinlich haben, ist, was meinen Sie dann eigentlich? Ich meine damit Folgendes. Wenn die Geografie nicht erklärt, was passiert, dann muss man woanders gucken. Und das ist etwas, was wir vergessen haben zu analysieren, nämlich das Innenleben, die Soziologie, die Wirtschaft, zu analysieren, wie eine Gesellschaft, wie ein Land, wie eine Herrschaft tickt. Und wir beschäftigen uns zu wenig, wir haben zu wenig Expertise darin, wie eigentlich dieses riesenhafte, große, intelligente, beherrschte Land tickt. Darüber müssen wir mehr wissen. So, dann komme ich zum Schluss. Ich glaube eben nicht, die Vergangenheit ist das große Problem, besonders in Deutschland, die ja großartig in ihrer Vergangenheits- und Geschichtsbewältigung sind oder sich einbilden, es zu sein. Auch nicht die Zukunft, denn wir wissen nicht, was morgen, übermorgen oder in einem Jahr ist, sondern es geht um, das würde ich sagen, um Hellwachheit, um Geistesgegenwart, um immer zu sehen, dass jederzeit alles möglich ist und nicht sich überraschen zu lassen. Und das gilt auch für jetzt. Und meine letzte Bemerkung ist, ich glaube, dass es eine beschränkte Potenz des Politischen gibt, der Aktionsfähigkeit, der Einflussmöglichkeiten von Politik, von Diplomatie und dass letztlich oder in einem sehr bedeutenden Maß die Entscheidung on the ground getroffen wird. Das heißt, es geht letztlich, und ich bin kein Basisgruppenideologe, sondern es geht um die gesellschaftlichen Basiskräfte, die sich konsolidieren, die eine Struktur finden, die eine Sprache finden und die der Diktatur wirklich Widerstand leisten können und ein Widerpart sein werden. Deswegen habe ich hoffe natürlich, dass die Diplomatie ihr Bestes tut und dass sie auch sagt, wie ernst es ist, aber ich glaube, dass letztlich die Dinge on the ground entschieden werden. Und das heißt, es hängt an den Bürgern Europas und insbesondere an den tapferen Bürgern, die unglaublich viel Risiko auf sich genommen haben in der Vergangenheit, ob das auf dem Maidan, ob das in Minsk oder in Moskau war. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, ich und wir alle, glaube ich, hier im Raum haben es als sehr wohltuend empfunden, dass Sie uns hier keine wechselseitige Kriegsrhetorik in diesen krisenhaften aktuellen Zeiten präsentiert haben, sondern auf die vielen Verbindungen natürlich hingewiesen haben, die es immer zwischen Russland und Europa gab und doch sicher heute noch gibt. Auch die Herleitung Russlands sozusagen, dass der Fixpunkt ihrer Orientierung zuerst in Byzanz oder Konstantinopel lag, weniger in Berlin oder Paris. Und erst mit Peter dem Großen findet ja die Europäisierung, statt. Meine Frage wäre, führen nicht alle Völker eigentlich Selbstgespräche über die Art, wer sind wir, wo kommen wir hin, wohin gehen wir? Was unterscheidet eigentlich in dieser Art nationalen Geschichtsreflexion Russland und Deutschland voneinander? Ja, das ist bestimmt so, wie Sie sagen, dass es sozusagen in jeder imperialen oder
nationalen Öffentlichkeit und öffentlichen Raum gibt es einen besonderen Weg der Selbstverständigung. Und der, heute nennt man das Identitätsdiskurs, also die Frage, wer sind wir? Und das ist ja mit einer der kompliziertesten Fragen überhaupt, im Übrigen bis heute. Denn die Frage ist ja, und die Frage stelle nicht ich, sondern die stellen russische Schriftsteller, Intellektuelle, Gelehrte. Die Frage ist ja, was ist eigentlich Russland nach dem Ende des Imperiums? Wie definiert sich Russland jenseits des Imperiums oder des Kolonialreiches, das es ja gewesen ist, ein besonderes, eben nicht wie das British Empire mit überseeischen Kolonien, aber es ist doch vollständig klar, dass Turkestan, zentralasiatische Gebiete oder auch die eingeborenen Gebiete Sibiriens, das sind kolonisierte Gebiete gewesen. Ja? Und die Sowjetunion hat das alles, das Russische Reich und die Sowjetunion hat das alles zusammengefasst. Was ist jetzt, wenn das weg ist? Was ist eine russische Nation jenseits des Imperiums und jenseits des Kolonialreiches? Ja, und das ist ja schon mal wichtig, ob man das so sieht oder nicht. Und ich würde sagen, diese Frage ist bis heute nicht geklärt. Es gibt ja, wie Sie wahrscheinlich wissen, zwei verschiedene Termini. Das kommt im Deutschen in der Übersetzung nicht heraus. Das eine ist Rassiski, also russländisch, und das andere ist Ruski, russisch. Ja, im Deutschen nennt man das immer russisch, aber in Wahrheit, Rassiski, russländisch, meint, dass alle, die auf dem Territorium des Russischen Reiches leben, verstehen sich als Bürger, als russländische Bürger. Mhm. Ja, die sind nicht russisch, sondern das waren Aseris und Turkmenen und Nenzen und Ukrainer und so weiter oder Baltendeutsche. Und die Frage ist, was ist, wenn das nicht mehr, also wenn es das Imperium zu Ende ist? Und das ist jetzt nicht jetzt eine Erfindung von mir, ja, sondern um eine Diskussion zum Beispiel aus den letzten Monaten zu nehmen. Es gab einen Streit in der Republik Tatarstan, also Kasan, ein tatarisches autonomes Gebiet, das sehr reich ist mit Gas und Öl. Und wenn man in Kasan ist, hat man fast so ein bisschen den Eindruck, es ist ein bisschen so wie in Shanghai, also mit den Wolkenkratzern und den Neubauten und den Autobahnen und dem Tempo. Und die haben die Frage gestellt, die wollten in ihrer Verfassung ihren Chef dort Präsident nennen. Mhm. Ja? Und es gab sofort einen Auflauf, Präsident gibt es in Russland nur einen, nämlich den einen, ja, der Russischen Föderation. Und damit zusammen mit dieser praktisch juristischen Frage kamen dann andere, was ist mit der Sprache? Ja, soll die Sprache in Tatarstan tatarisch sein oder ist Russisch oder gibt es zwei Sprachen und so weiter? Und diese Frage der postkolonialen und postimperialen Identität, das ist eine sehr ernste Frage. Und man muss sagen, dass eigentlich alle nicht-russischen Völkerschaften oder Nationen sich viel leichter tun, ja, in einem gewissen Sinn, obwohl sie sozusagen lange als zweite Klasse behandelt wurden, obwohl über Jahrhunderte ihre Sprache verboten war, also wie im Fall der Ukrainer, kein Schulunterricht in Ukrainisch, lange und so weiter. Die tun sich leichter, weil im Grunde sie sagen können, alles, was bei uns schlecht gelaufen ist, dafür sind die Sowjets schuldig, ja, oder die Russen. Ja.
Und dann gibt es, man geht dann zum Beispiel in Tiflis ins Museum, ins Georgische Nationalmuseum, und da steht dann, also eine große Ausstellung, also 70 Jahre Okkupation Georgiens durch Russland, ja, oder die Sowjetunion. Und da muss man natürlich sagen, also so ganz einfach, so einfach ist es auch nicht, ja. Also Georgien ist zwar wie die anderen transkaukasischen Republiken besetzt worden von den Bolschewiki, aber die Georgier selber haben mitgewirkt. Und es gab ja einen bekannten Georgier, der überhaupt sozusagen der Diktator des Ganzen gewesen ist, auf den man heute aber immer noch Rotwein trinkt, ja, wenn man zusammen ist. Also die herauszufinden, sozusagen aus der Falle, also der Schuldzuweisung und des, des Erinnerungskrieges, das ist sehr schwer, und es ist für die Russen in bestimmter Weise besonders schwierig, weil sie halt tatsächlich die integrale Macht gewesen sind, weil sie die zivilisatorische Mission, ja, also ja. Puschkinstraße, also von Brest bis Wladiwostok und Dushanbe und Taschkent, also diese, dort tut man sich besonders schwer, weil man sich in gewisser Weise verantwortlich fühlt oder fühlen soll für die, für das Ganze. Ja? Und das auseinander zu dividieren und zu einer aufrichtigen und entspannten Klärung zu kommen, das ist sehr, sehr schwierig. Und es gibt überall, naja, egal welchen Punkt man nimmt, also ich habe diese Orte mit den Gräbern des Holodomor besucht. War das nun eine russische Sache oder war es ein sowjetisch-diktatoriales Gewaltverbrechen des Regimes? Ja, gewiss, es waren ja nicht nur ukrainische Bauern, die man hat verhungern lassen, sondern noch mehr eigentlich kasachische Nomaden, Völker und so weiter. Okay. Also wenn ich Sie recht verstehe, das ist ja, hängt ja mit Identitäten zusammen, und das ist schwierig, diese Frage schwierig zu beantworten in Russland, ja, weil Sie nicht über eine Nation, sondern über ein Imperium denken. Es gibt plurale Identitäten, und das ist, glaube ich, in Deutschland oder auch in den national verfassten Staaten Europas doch der große Unterschied. Nun sprechen Historiker und Politologen ja auch immer von einem Demokratiedefizit, das heißt einem Ost-West-Gefälle in Sachen Demokratie, also die in Westeuropa erfundene Demokratie oder transatlantische, wenn man Amerika noch mit ins Boot nimmt, fällt sozusagen nach Osten ab. Halten Sie diese These für plausibel, angeschlossen an die Frage, warum war eigentlich nicht so ein erfolgreiches Konzept wie in Deutschland nach 1945 oder nach 1989 in den ostdeutschen Staaten möglich? Also einen Staat, der aus einer Diktatur kommt, in eine Demokratie zu überführen. Puh, das ist viel zu schwierig. Ich kann darauf so direkt jedenfalls nicht antworten. Also man führt in der Geschichte und in der Geschichtenerzählung immer sozusagen fundamentale Tatbestände an. Also als da sind die Teilung der Macht, also zwischen irdischen und weltlichen Bereich, also die zu einer Spaltung überhaupt des Monopols von Macht, ja, und die eine Autokratie im Sinne des Moskauer Reiches unmöglich machen. Oder man redet dann von dem Effekt der Reformation, also dass selbst nicht mehr die Kirche eine einheitliche Kirche ist, sondern dass es mehrere Konfessionen und eine Pluralisierung der Glaubensbekenntnisse gibt. Dann gibt es sehr die Frage nach der Bedeutung, die sehr wichtig ist, des Eigentums. Es hat einfach bis ins 20. Jahrhundert hinein hat es das Kollektiveigentum der Dorfgemeinschaft gegeben, also die ganz anders funktioniert hat.
Das heißt, wie die Slavophilen meinten, sehr gerecht, nämlich das Gemeindeland wurde immer nach wachsender Zahl der Familien und so weiter umverteilt, sodass es nie zu einem sozialen Clash kommen konnte, also zwischen Armen und Reichen. Und das war auch einer der Hauptgründe, warum die Slavophilen sozusagen eben ein starkes Argument hatten für die Stabilisierung des Imperiums, ja, das Gemeineigentum. Und was heißt es, wenn es kein Gemeineigentum gibt? Und es gibt ja Historiker oder auch jetzt Zeitgenossen, die beschreiben, dass auch der heutige Vorgang der Infragestellung des Eigentums von missliebigen Oligarchen, also wenn sie nicht spuren und nicht sozusagen den Kniefall machen und nicht mitspielen, dass ihnen das weggenommen werden kann. Das heißt, es gibt eine schwache Tradition überhaupt der Rechtsförmigkeit von Privateigentum und von Eigentum überhaupt. Mhm. Und es ist fast eine willkürliche Aktion, ob man das hat oder nicht hat. Und es gab einen großen Fortschritt, muss man sagen, das war eines der Hauptergebnisse der russischen Revolution. Und das war eigentlich nicht vorgesehen von den Bolschewiki und Lenin, aber von den Nachfolgern eigentlich der Volkstümler, nämlich dass die Bauern einfach das Land übernehmen sollen und also das Gutsland aufteilen und private Bauern werden sollen. Und dieses ist ja nicht eingetreten. Ja, das gab es nach dem Ende der Revolution und des Bürgerkriegs in den 20er Jahren, einer Zeit, der die Sowjetunion auch eine ungeheure rasche Erholung verdankte. Entschuldigung. Und dieser Prozess der Bildung von individuellem und Privateigentum als Basis der Gesellschaft überhaupt, das wurde zunichte gemacht von der Kollektivierung. Also das war ja das zweite Mal die Einführung der Leibeigenschaft. Also die Bauern mussten in ihren Kollektivwirtschaften sein, sie durften nicht weg, also sie waren immobil und es hat Jahrzehnte gedauert, bis sie dann überhaupt im Inland sich frei bewegen konnten. Das heißt, die Frage der Spaltung von weltlicher und kirchlicher Macht, die Pluralisierung sozusagen der Glaubenswelt, die Eigentumsform und, naja, das kann man jetzt weiter ausführen, in Europa hat ja der Feudalismus sozusagen eine Struktur von Regeln, also regelbasierten Abhängigkeitsverhältnissen eine ungeheure Rolle gespielt. Und die Bojaren sind ja nie sozusagen in dieses Lehens- und Feudalverhältnis eingetreten. Mhm. Also es gibt einen tiefen, einen weit in die Geschichte zurückreichenden Grund, aber, und damit bin ich zu Ende, ich leite daraus nicht ab, was manche tun, eine sozusagen systematische oder systemische Demokratieunfähigkeit der Russen. Ich halte das für eine ganz fatale und eine Äußerung der Geringschätzung des von oben herab Blickens auf die Russen, so als wären sie nicht ganz sozusagen, als hätten sie keine Ansprüche und kein Verständnis von, ich sage es mal, normalen gesellschaftlichen Verhältnissen, ja, wo es geordnete juristische Verhältnisse gibt und so weiter. Und es hat immer Perioden gegeben, insbesondere die Zeit der großen Reformen, also in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, mit atemberaubenden Erfolgen der Selbstverwaltung, mit einem Engagement von nicht nur einer kleinen intellektuellen Schicht, mit einem Aufstieg von
von Self-Made Man, also von Bauern, die plötzlich Unternehmen gegründet haben und so weiter und so fort. Also es gibt eine Erfolgsgeschichte und die Frage ist, warum ist sie immer abgebrochen, unterbrochen worden? Ja? Aber dann sind wir bei der Frage, warum kam es zum Ersten Weltkrieg und zum Zusammenbruch des Imperiums und so weiter? Ja, also da bin ich vollkommen bei Ihnen. Demokratieunfähigkeit, die ist sicher nicht. Es sind spezifische Strukturen und sozusagen vielleicht auch alte Zöpfe, die man noch mitnimmt, die hier als Bremser oder Hemmnisse im Wege stehen. Gut, wechseln wir vielleicht mal weg von der historischen Perspektive auf den heutigen aktuellen Zustand. Sie haben ja auch eingangs lange darüber gesprochen. Was liegt eigentlich Ihrer Meinung nach in diesem Krisenfall Ukraine vor? Geht es hier um eine Osterweiterung der NATO oder geht es um eine Westerweiterung Russland im Sinne der Wiederherstellung des alten Sowjetregimes? Oder ist es keins von beiden? Geht es sozusagen um was ganz anderes? Was ist hier Ihre fachkundige Meinung, da Sie natürlich den Osten nicht täglich, aber doch jährlich besuchen und auch ein intimes Insiderwissen haben? Naja, also Insiderwissen in dem Sinne, dass ich ein Ohr hätte an dem, was im Kreml passiert, natürlich nicht. Ich habe zu dieser Sphäre keinen Kontakt, was sehr bedauerlich ist, weil man natürlich, wenn man wissen will, wie Russland tickt, muss man auch wissen, wie die Oligarchen ticken, wie die Administration tickt, wie die Ölraffinerie und so weiter und so fort. Das müsste man alles wissen, aber das wäre eigentlich die Aufgabe einer aufgeschlossenen kritischen Öffentlichkeit, insbesondere würde ich sagen, nicht nur der Meinungsbildung, sondern der Berichterstattung. Ja? Und ich finde, dass eines der großen Dilemmata heute ist, dass sozusagen die Berichterstattung von vor Ort, das ist ungeheuer wichtig, kann ich nur sagen, und das lässt sich nicht virtualisieren, sondern da muss man hingehen, insbesondere in einem Land, das so riesenhaft ist und das eine vollständig falsche Vorstellung produziert, wenn man sich nur in der Hauptstadt und auf Stippvisiten ab und zu in eine der Provinzstädte begibt. So, aber zu Ihrer Frage, also ich weiß es nicht, also wie letztlich das Kalkül ist. Ich glaube, dass das Kalkül sehr scharfsinnig ist, dass alles, was ich weiß, und ich verfolge jetzt diesen Mann körpersprachlich, ausdrucksmäßig, was ich lese, seit langem. Und ich halte ihn für einen der begabtesten und intelligentesten und scharfsinnigsten, kalkulierenden Politiker, der eine virtuose Fähigkeit der Stiftung von Unruhe und von Chaos, und weil Chaos eine Form ist, die Kontrolle zu bewahren. Also das geht nicht auf in Divide et Impera, sondern das ist viel komplizierter. Wenn man sozusagen Unruhe stiftet, die Leute in Panik versetzt, sie rennen, wie sie das wieder entschärfen können, das sind großartige Situationen. Und ich glaube, dass er dieses Talent wirklich besitzt und dass darin auch die Gefährlichkeit besteht. Und für mich ist es sozusagen der Scharfsinn einer Macht, die am Ende gewesen ist. Und er hat das ja immer bezeichnet als die größte Katastrophe, geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Ich kann dem sehr, sehr, sehr weit folgen, weil ich das mitgekriegt habe, was die Auflösung von Grenzen und die Auflösung einer ganzen Lebensordnung für aber Millionen von Menschen bedeutet hat. Ja, also da muss mir niemand was erzählen. Wenn Leute, die noch nie überhaupt einen Pass gehabt haben, nie eine Grenze gesehen haben, plötzlich merken, es gibt Grenzen in diesem Land, wo es nie Grenzen gegeben hat oder wo
naja, ein völlig neue Lebensform entstanden ist, mit Brüchen und Not und so weiter und so fort. Und also das ist völlig klar. Die Frage ist aber, ob nicht ein großer Staatsmann, dessen Aufgabe nicht gerade darin besteht, nicht alle Probleme zu lösen, sondern, die kann er gar nicht. Also es gibt niemanden, der sozusagen ein Zauberwort spricht und Reformen sind da. Das ist eine völlig kindische Vorstellung. Sondern was ein großer Staatsmann, tun kann, ist, Bedingungen zu schaffen, die es erlauben, das Land, ich sage jetzt mal, in Ordnung zu bringen. Und das heißt, in den 90er und in den Nullerjahren ging es darum, sozusagen die Strukturen zu fördern, die einen wahren Föderalismus erlauben. Sprich, Jelzin hat das so formuliert, jeder Gouverneur oder jedes Gouvernement oder soll so viel Freiheit nehmen, wie nötig und wie er verantworten kann. Also die Entwicklung eines riskanten, aber eines Föderalismus, der das ganze Riesenreich elastisch und krisenfähig macht. Und ich war immer der Meinung, dass die Russen von Hause aus, weil sie anders als wir nicht in der Komfortzone lebten, sondern immer angewiesen waren auf Improvisation, auf das Versagen der Planwirtschaft, also die im Sommer liefert, was es im Winter gibt und umgekehrt, also wo man sich selber zurechtfinden musste. Und ich hielt sie immer für chaosresistent und krisenfest. Ja? Und ich glaube, dass das auch jetzt so ist, schwierig fertig zu werden. Und die Frage ist, warum sozusagen dieser Mann dort sich einbildet, er hätte dieses ganze Riesenland mit seiner wahnsinnig vielfältigen, komplizierten Gemengelagen im Blick, er könnte das beherrschen, und warum er sich eigentlich nicht an die Hauptarbeit macht. Und die Hauptarbeit in den letzten 20 Jahren war, und er war eigentlich in einer glücklichen Position, das war nicht die Weimarer Situation, er war in einer glücklichen Position, nämlich, dass die Preise für die Rohstoffe astronomisch stiegen und er sozusagen Ressourcen ansammeln konnte, die alles möglich machten. Also auch einen zügigen Prozess der breit angelegten Modernisierung. Und meine These ist, jemand, der nicht alle Energie darauf verwendet, dass sich das Land neu aufstellt, seine inneren Ressourcen mobilisiert, sich einen Raum schafft, der krisenfest ist, der verschiedene Meinungen zur Geltung kommen lässt, dass der sozusagen eine Vorstellung anhängt, dass er sozusagen das Ganze beherrsche. Das ist eine Pseudostabilität, die irgendwann wird das schiefgehen. Ja? Und jemand, der das eigene Land nicht vorwärts bringt, sondern in Stagnation, der Millionen von Leuten, darüber gibt es Statistiken, ins Ausland getrieben hat, ja, insbesondere mittlere, gut gebildete, unternehmerische Leute, die etwas machen wollen und die ihr Land auf die Beine stellen wollen, dass die keine Zukunft sehen, der spielt. Und mit Spiel meine ich nicht einfach so, ja, sondern er macht einen hohen Einsatz, und das kann man, wenn man weiß, wie schwach die andere Seite ist. Ja. Und Europa ist in einer gewissen Weise sehr schwach. Also es gibt diese Friktion, es gibt die Rivalitäten, es gibt keinen Konsens in bestimmten Dingen. Es gibt, das brauchen wir jetzt gar nicht besprechen, das ist ja allgemein bekannt. Und dieses scharfe Kalkül mit sozusagen, eigentlich wird nicht das Land auf die Beine gestellt, sondern der Gegner wird sozusagen
Klarer definiert. Destabilisierung der Umgebung, das ist eigentlich Destabilisierung. Und das ist ein destruktives und antieuropäisches und friedensgefährdendes Politikmodell. Also wenn ich Sie richtig verstehe, Putin hat sozusagen die Mittel für den Machterhalt verändert. Wir erinnern uns ja alle 2001 noch in seiner grandiosen Rede im Deutschen Bundestag. Da konnte man sich ja vor rhetorischen und auch folkloresken Umarmungen gar nicht mehr retten. Jetzt sozusagen ist ihm das Volk abhandengekommen oder ist der Ukraine-Konflikt eine Ablenkung von innenpolitischen Problemen, sowohl wirtschaftlicher als auch demografischer Art, weil die Jugend natürlich ein anderes, die kennen keinen anderen als Putin, die haben andere Erwartungen ans Leben, als in einem Imperium nach außen stark zu sein und andere unter Druck zu setzen. Hier arbeitet sozusagen die Geschichte gegen ihn. Das wäre meine Frage an Sie. Deshalb auch diese sozusagen die Radikalisierung seiner Politik, diese neue Aggressivität, die jetzt im Spiel ist. Wir wollen uns das ja alles erklären, um ihn zu verstehen, damit wir auch entsprechende Gegenmittel einsetzen können. Das wäre sehr fatal und wir können uns das eigentlich gar nicht vorstellen, wenn er wirklich diesen Einsatz macht. Ich bin nur ganz sicher, ich weiß nicht, was in 48 Stunden ist, ich halte diese Fixierung auf ein bestimmtes, fast stundenmäßig definiertes, einen Augenblick für irreführend, weil man damit übersieht, dass eigentlich Dinge im Gange sind, die die Ukraine schon längst in Gefahr gebracht haben und bringen, vom Verkehr, vom Flugverkehr, abschließen von Unternehmen zur Flucht aus dem Land bewegen und so weiter. Also es passieren bereits Dinge. Wo ich nur sicher bin, ist, dass er an diesem Ziel der Destabilisierung festhält. Mhm. Und ob das dann nur die Ukraine oder... Und das hängt daran, ob es Widerstand, Eindeutigkeit gibt und Intelligenz, die es mit ihm aufnimmt. Mhm. Ja? Und nicht sozusagen sich die Agenda vorschreiben lässt. Ich persönlich glaube, dass so ehrenwert diese ganzen Besuche und viele dieser Besuche waren. Ich glaube, dass sie ungeheuer beigetragen haben zum Prestige Putins im eigenen Land. Nämlich er ist jemand, zu dem also Biden telefoniert und macht ihm Angebote. Und wieder, also ich bin kein Experte in dem Sinne, aber wenn man hört, wie er also spricht, nachdem er mit Biden und Macron gesprochen hat, das ist einfach fantastisch. Also er hat denen sozusagen die Pistole auf die Brust gesetzt, also dieses Ultimatum, was ja so etwas ist, also eine undiplomatische Maßnahme. Und er sagt, ja also, das finde ich sehr unzufrieden, aber ich werde mir Zeit nehmen, um Ihnen darauf zu antworten. Also jemand, der sozusagen den Leuten einen Schreck einjagt, dass sie sofort kommen müssen, um das Schlimmste abzuwehren, zu sagen, also ich bin jetzt großzügig genug und ich lasse mir Zeit, ich muss das genau überlegen, was er seinen Kollegen, er spricht ja immer von den Kollegen, in Europa und in Amerika, das finde ich, also das ist immer noch sozusagen die Orchestrierung und die Choreografie dessen, der weiß, wie man es macht. Ja. Aber es gibt tausend Möglichkeiten und es ist nicht allein sozusagen diese Diplomatie-Ebene. Also der Medien-Coup ist ihm gelungen. Nicht, das muss man sagen. Der Medien-Coup. Vielleicht eine letzte Frage von mir, bevor wir dann ans Publikum weiterreichen. Putin nennt die Ukraine gern als Bruderstaat.
Wie beurteilen Sie dieses putinsche Narrativ von einer gemeinsamen historischen Geschichte zwischen Russen und Ukrainer? Also er hat ja 30 Seiten geschrieben. Ich habe jetzt nicht die Zeit, auf 30 Seiten zu antworten. Da geht Richtiges und Falsches in der historischen Betrachtung durcheinander. Einmal die Rus, die mittelalterliche Rus ist ja ein Bezugspunkt sowohl für die Ukraine und mit noch größerem Recht als für das Moskauer Reich und für Belarus. Man muss einfach sehen, dass die Ausdehnung des Moskauer Reiches und die Zerstörung Kiews ja, im Anfang des 13. Jahrhunderts, das ging auch von Moskauer Reich aus. Ja. Und die Ukraine hat dann eine andere Geschichte mit der Zugehörigkeit zu Litauen und Polen, zum Magdeburger Stadtrecht und so weiter. Das ist eine andere Geschichte und er will nicht wahrhaben, dass die Ukrainer seit dem 19. Jahrhundert oder schon früher seit den Kosaken und ihren Aufständen gegen die Polen und die Türken dabei sind, eine eigene Nation zu werden. Und wir wissen aus der deutschen Geschichte und aus dem ganzen Problemkomplex der verspäteten Nation und so weiter, wissen wir, dass es unterschiedliche und unterschiedlich dauernde Wege der Nationsbildung gibt. Und nicht, und das ist der spannende Teil, ich gehe jetzt nicht auf, was er dann über die 20er und 30er Jahre sagt, was er dann am Ende aber sagt, ja, das ist einfach ungeheuerlich. Das ist zu sagen, die Ukraine ist ein eigenständiger Staat. Sie weiß eigentlich gar nicht, wer sie selber sind. Also sie sind vielleicht österreichisch, polnisch, litauisch. Was sind sie eigentlich? Also er macht sich lustig und er weigert sich ja, mit ihnen in Verhandlung zu treten. Und was im Westen oder in Europa und in Deutschland völlig untergegangen ist, es gibt eine Stellungnahme kürzer als die von Putin von Medvedev, also auch dem Präsidenten und jetzt Mitglied der Präsidialadministration, das ein ungeheures Dokument ist, wo er sagt, also ihr seid ja überhaupt nicht ernst zu nehmen, ihr seid ja überhaupt kein Staat und keine Nation. Und Selenskyj, er weiß ja nicht mal, wer er ist. Ist er Ukrainer, weil er sich als Ukrainer bezeichnet? Ist er Jude, weil er aus einer jüdischen Familie kommt? Ist er Russe, weil er in Kryvyi Rog aufgewachsen ist und Russisch spricht? Und so weiter und so fort. Das heißt, es ist der Versuch zu sagen, ihr seid eigentlich überhaupt keine eigenständige Nation. Und wenn er etwas bewirkt hat, Putin, dann ist es, glaube ich, trotz der Gefahr und des Risikos, das Bewusstsein, eine Nation geworden zu sein, das ist viel stärker. Das ist eigentlich ein Verbrechen, das Putin begangen hat. Die enge Beziehung und die familiären, tausendfachen, millionenfachen Beziehungen zwischen diesen beiden Völkern in Verfeindung umschlagen zu lassen. Und ich glaube, es wird, ich weiß gar nicht, ob das Generationen dauern wird, bis sich da wieder Versöhnung einstellen kann. Mhm. Ja, und es heißt am Ende dieses Briefes, also ihr könnt ja machen, was ihr wollt, wir haben Zeit. Wir haben Zeit, das ist die Drohung, dass egal, ob wir jetzt diese 130 Übungsleute abziehen, ob wir die Marine abziehen und so weiter, wir haben Zeit. Also wenn es jetzt nicht klappt, dann vielleicht ein anderes Mal. Und es ist falsch, nur auf die direkte militärische Intervention zu gucken. Ja? Im Donbass, in den besetzten Gebieten, gibt es inzwischen russische Beamte, russische Duma-Abgeordnete, 700.000 russische Pässe, russische Pensionen und so weiter und so fort. Und die sozusagen stillschweigende Okkupation, die findet statt. Und deswegen
halte ich diese Beschwörung immer des Minsker Abkommens, ich halte sie für vergeblich. Das Minsker Abkommen hat nur geholfen, das Massaker zu beenden, das Massaker von Ilovaisk und Debaltseve, also wo Hunderte von Soldaten einfach massakriert worden sind von russischen Einsatztruppen und sogenannten Aufständischen. Das Minsker Abkommen hat diesen Waffenstillstand erstmal herbeigeführt, aber es ist überhaupt keine Grundlage für eine Friedenslösung, weil Russland dem überhaupt nicht zustimmt, dass die Grenzen, die territorialen Grenzen der Ukraine respektiert werden. Und ich darf sagen, da ich sehr viel halte vom selber gucken, ich bin an der Grenze gewesen. Man kann mit dem Taxi von Charkiw Richtung Bielgorod an die Grenze fahren. Ich war auf der russischen Seite in Rostow am Don. Man kann auch mit der Taxi bis zur Grenze fahren. Oder man kann sogar, wenn man es riskiert, in einen Bus steigen, der in 4 Stunden in Donetsk ist. Das heißt, die Infrastruktur und die faktische Okkupation ist bereits im Gange. Ja, vielen Dank. Und dann vielleicht ans Publikum. Wir sind ziemlich geblendet hier, deshalb müsste mir einer helfen. Können Sie noch mal etwas lauter? Ich versuche es etwas lauter. Sie haben jetzt gerade noch dargestellt, wie Russland und Ukraine sich auseinandergelebt haben im letzten Jahr. Wenn man jetzt in die Zeit zurückgeht unter Gorbatschow, wie die Sowjetunion auseinandergefallen ist, war es meines Erachtens zwangsläufig, dass die baltischen Staaten sich selbstständig gemacht haben, dass die zentralasiatischen Republiken sich selbstständig gemacht haben. Aber war es Ihrer Ansicht nach zwangsläufig, dass die 3 russischen Republiken, Russland, Ukraine und Weißrussland, auseinandergefallen sind? Wie eng die zusammengehören, haben Sie gerade gesagt, es gibt Millionen Familien über die Grenzen hinweg. Wir wissen alle, dass die Krim bis in die 50er Jahre zur Republik Russland gehörte. So Robert von Ruschow, Ja, sagen, wiederholen Sie die Frage nochmal? Haben Sie es gehört? Ja, ich habe Sie verstanden. Ja. Ich habe die Frage verstanden. Ja, dann würde ich sagen, wenn Sie es einmal nochmal ganz, ganz kurz in der Antwort, auch mit Blick auf die Zeit und mit Blick auf unsere Zuschauerinnen im Internet wiederholen können. Und also zu dem Terminus des Auseinanderlebens, das kann ich nicht ganz so nachvollziehen. Es hat gewalttätige Interventionen gegeben, das heißt, sprich die Okkupation der Krim und die direkte Intervention im Donbass. Und das ist etwas mehr als sozusagen sich irgendwie auseinanderleben. Zu 1991 muss man sagen, Russland war ja eigentlich viel entschiedener sozusagen im Vorwärtsgehen, was Reform oder wie immer man das nennen mag. Das hat sozusagen das sowjetische Regime in der Ukraine war viel länger intakt. Die brauchten viel länger, um sozusagen zu sich zu kommen und in Fahrt zu kommen, wofür es viele Gründe gibt. Aber eines war klar, es gab Volksabstimmungen, die eindeutig für die Souveränität der Ukraine, der baltischen Republiken waren. Und es gab eigentlich überhaupt keinen Grund, und ich bringe das auf diesen Terminus, sie sind ein Land gewesen oder ein Volk, das in Ruhe gelassen werden will. Das ist alles. Sie wollen in Ruhe gelassen werden, und das hat man nicht. Das hat
Putin von Anfang an irritiert und ja nicht erst 2014, sondern das war schon in 2004 und da gab es ja verschiedene Aktionen, die dort, also Eindruck mit Gas und Giftattentat auf Juschtschenko und verschiedene andere Sachen. Er wollte seinen Janukowitsch dort lancieren, der es aber irgendwie nicht richtig geschafft hat. So, dann zur Krim, weil das auch eine weit verbreitete Theorie ist. Zur Krim muss man Folgendes sagen. Die Krim ist von den Deutschen so schrecklich zugerichtet worden, im deutsch-sowjetischen Krieg. Sie war ein zerstörtes, entvölkerte Halbinsel mit der Totalausrottung der Juden und mit einer Verwüstung und mit schließlich der Deportation der Krim-Tataren, die man durch Stalin, die man als Kollaborateur, kollektiv als Kollaborateure der Wehrmacht bezeichnet hat, was nicht stimmt. Und die Frage war für die Nachkriegs-Sowjetunion, was machen wir mit der Krim? Und es war kein Geschenk, um das mal deutlich zu sagen, kein Geschenk Russlands an die Ukraine, sondern es war die Bitte, dass Kräfte in diesem erschöpften Land und die Ukraine und Belarus war der am schwersten getroffene Schauplatz von den Deutschen getroffen, dass die Ukraine es übernimmt, die Krim wieder zu besiedeln, obwohl sie selber in Trümmern lag. Und die Wiederbesiedlung und Wiederaufrichtung und der Krim plus Bau der notwendigen Wasseranlagen, nämlich den Krimkanal vom Dnieper, überhaupt damit man etwas machen kann. Das heißt, es war, und die Dokumente sind veröffentlicht, die Diskussion im Politbüro in der ukrainischen KP, können wir das leisten, können wir das machen? Und es war nicht, und das ist auch wirklich, man muss sagen, ich weiß gar nicht, wie oft man darüber noch schreiben soll, es war keine Schnapsidee und keine Laune von Chruschtschow, jemand das zu schenken, sondern es war die Aufgabe, die schwere Aufgabe des Wiederaufbaus einer total zerstörten Halbinsel. Vielen Dank. Ich habe hier noch eine Frage. Mit Blick auf die Zeit würde ich sagen, ganz kurz und ja, wobei ich habe einen langen Arm. Ja, ich hätte drei Fragen oder Anmerkungen. Das eine ist, Sie haben das Minsker Abkommen ziemlich runtergespielt. Ich sage, das ist eigentlich falsch und man kann es nicht umsetzen. Fakt ist aber, dass die vier Mächte im Normandie-Format dieses Minsker Abkommen abgeschlossen haben und dass die Ukraine den zweiten Schritt, nämlich eine Hinwendung zu einer Autonomie der Ostukraine, wie auch immer das Selenskyj und auch Poroschenko den boykottiert haben. Das Zweite ist, Sie sagen, Sie wissen nicht, wie Putin tickt, Sie haben keinen Kanal in den Kreml. Dafür bin ich dann sehr erstaunt, dass Sie sagen, er will alles Mögliche destabilisieren, denn die Ukraine, die USA, die nicht, aber den Westen, woher wissen Sie das? Und das Dritte ist, was ist denn die Ukraine eigentlich? Die Ukraine ist ein gescheiterter Staat, der ist bankrott, der wird aufrechterhalten finanziell durch die USA und durch den IWF. Und die USA hat dort voll das Sagen. In meinen Augen spielen die USA mit der Ukraine Katz und Maus, um Putin zu ärgern. Und wenn man dann wirklich fragt, was ist denn die Ukraine? Die Krim ist weg, die Leute wollten dort weg. Die Ostukraine ist ganz schwierig, die in der Krim zu halten, in der Ukraine zu halten. Aus der Westukraine hauen die Leute in Massen in die EU ab. Was ist die Ukraine eigentlich gerade? Ja, ich weiß nicht, ob Sie regelmäßig in der Ukraine sind und sich einen Eindruck verschaffen oder ob Sie sozusagen die Moskauer Interpretation wiedergeben. Ich bin eigentlich ziemlich regelmäßig dort und muss sagen, was Sie sagen, es sind wirklich Hunderttausende sind im Ausland, arbeiten, so wie die Polen, die nach UK gegangen sind, verdienen Geld. Im Unterschied zum Beispiel zu vielen, vielen Russen, die nicht zur Arbeit ins Ausland fahren, sondern aus anderen Gründen dort sind. Also es gibt keine Flucht aus der Ukraine in dem Sinne. Wenn man wissen wollte, ob es die Ukraine gibt,
oder wie Sie sagen, dass sie eigentlich ein Failed State ist, dann gehen Sie einfach mal hin, fahren Sie mal, Sie waren wahrscheinlich in 2014 nicht da, jetzt, also eine Nation, die unter Kriegsdrohung steht, dass sie die Nerven behält und ruhig ist, das finde ich außerordentlich. Und sie tut sich sehr schwer. Und dass die Ukraine vom IWF und den Amerikanern gesteuert sei, das ist einfach lächerlich, dass sie sich engagiert haben, das ist wahr. Aber den Maidan als eine Inszenierung sozusagen einer fremden Macht, also Volksbewegung, dann können Sie auch sagen, die Volksbewegung in Belarus ist eine von außen erfundene, das ist ja auch die Interpretation von Lukaschenko. Und zur Autonomie, das Minsker Abkommen, es gibt alle diese Punkte. Und die Frage ist ja nicht Autonomie, sondern die Bedingungen, unter denen man überhaupt über die Verhältnisse diskutiert. Und das ist die Respektierung der territorialen Grenze. Das heißt, vollständige Rückzug von russischen Truppen und Personal und Respektierung der Grenze, die man auch international kontrollieren lassen kann. Und dazu ist Putin und die russische Seite nicht bereit. Und ich wüsste nicht, wie man verhandeln soll mit einer Macht, die nicht mal die territoriale Integrität des anderen Partners respektiert. Man kann über alles Mögliche sprechen, aber zuerst muss die Grenze respektiert werden. Zur Frage. Und dann gebe ich das Mikro an den Hausherrn wieder, weil mit Blick auf die Zeit müssen wir wirklich jetzt Schluss machen. Ich habe eine Frage an Sie als profunder Kenner. Spielen wirtschaftliche Überlegungen bei Herrn Putin auch eine Rolle? Ich denke hier an Gaslieferungen durch die Leitungen durch die Ukraine und natürlich auch der Begriff Nord Stream 2. Ist das eine Überlegung bei Herrn Putin, Ihrer Einschätzung nach? Ich kann nur Ihre Einschätzung abfragen, das würde mich interessieren. Ja, ich kann hier auch nur den Energieexperten folgen und ich teile das ja alles schon jeden Tag seitenweise in Zeitungen ausgeführt. Ich teile die Auffassung, dass es sich um ein politisches Projekt von Anfang an gehandelt hat, um die Ukraine und die Dazwischenstaaten zu umgehen. Und natürlich hat es etwas mit der Finanzierung des russischen Staates zu tun. Und man muss ja sagen, dass die Abhängigkeit Russlands von der Energie, von den Rohstofflieferungen in den letzten 10, 20 Jahren zugenommen hat und sozusagen die Selbstmodernisierung blockiert ist. Ja, ich halte es für ein politisches Projekt, aber man übersieht übrigens viele andere Dinge. Sie müssen bedenken, dass es im Donbass, wenn man heute dort geht, die Gruben stehen unter Wasser. Die radioaktiven Abfälle, die dort gelagert worden sind in den 50er, 60er Jahren, sie stehen unter Wasser. Der Donbass ist über weite Strecken ein verseuchtes und wahrscheinlich nicht mehr bewohnbares Gebiet. In der Ukraine stehen einige, die genaue Zahl weiß ich nicht, Atomkraftwerke. Man kann, ohne dass man eine einzige Militärabteilung schickt, etwas anrichten und es ist bereits etwas angerichtet. Und überhaupt den Donbass wieder in Ordnung zu bringen und wieder in Betrieb zu nehmen, das ist eine ungeheuer schwierige Aufgabe. Ja, ich sehe hier auf dieser Seite die ermahnende Zeit 21.07. Herzlichen Dank für Ihre Geduld, den Referenten. Herzlichen Dank für die tiefen Einblicke, die man so nicht alltäglich liest und hört. Draußen vor der Tür gibt es von Professor Schlögl noch ein paar weitere Werke, die für die, die sich dafür interessieren,
bestimmt interessant zu erwerben und durchzusehen sind. Danke für Ihre sehr interessierte Aufmerksamkeit. Kommen Sie gut und gesund nach Hause und bleiben Sie gesund. Guten Abend. Oh. Ein Kampf gegen die Trockenheit.